Hey Leute, Xerox hier und herzlich willkommen zu einer Folge RoboCraft. Aber nicht alleine, nein, nein. Wir sind hier zusammen mit dem lieben Aaron. Hallo. Ja, wie in den guten alten Zeiten bei Space Engineers, ne? Sind wir hier heute mal in RoboCraft und werden erstmal unsere Gegner zerficken, würde ich sagen, ne? Ja, werden wir tun. Gut, dann wollen wir direkt mal eine Runde Battle Arena? Ja. Ja, ich bin bei mir jetzt. Ich mache heute daraus mal so ein bisschen einen Zusammenschnitt, dann ist es nicht ganz so langweilig wie ganze Runden. Das heißt, ich werde immer wieder Sachen rausschneiden und sowas und so die besten Momente, sage ich mal so, zusammenschneiden und dann, denke ich mal, wird das ganz geil. Also RoboCraft ist so ein Spiel, da kann man sich aus Blöcken und sowas und so verschiedenen Teilen und Waffen und Bewegungsmöglichkeiten so Fahrzeuge bauen, mit denen man dann letztendlich in Teams gegeneinander kämpft. Nicht immer in Teams, es gibt zum Beispiel auch The Pit oder Singleplayer, wo man alleine gegen die anderen kämpft. Naja, wir spielen jetzt aber Battle Arena, dabei geht es darum, dass wir hier diesen, wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas mit Reaktor, ich hab den Namen. Ja, irgendwas mit, Fusion Reaktor, ne, Fusion Towers heißen die Dinger und, irgendwelche Reaktoren, ja. Und letztendlich sind da diese Kristalle dran und die müssen wir jetzt, dafür sorgen, dass sie nicht zerstört werden, beziehungsweise die von den Gegnern zerstören. Dann haben wir hier noch immer diese Fusion Towers. Aaron, wir gehen mal hier vorne hin. Ja, genau. Das ist Aaron. Den kann man abbauen, beziehungsweise also so die Kugeln kaputt schießen. Warte mal ganz kurz, verdammt, jetzt kann ich das nicht leiser machen. Die kann man kaputt schießen und dann kriegen wir, wenn man einen Tower gecaptured hat, kriegt man das Schild, wird aktiviert. Bei zwei gecapturten Towern hat man einen Booster. Oh, da ist schon der erste Gegner. Und ich hab schon ein bisschen gelevelt, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Und, oh warte, ich muss mal eben... Oh, da kommt eine ganze Menge. Guck mal, wie ich ihn kaputt mache. Ist das ja, nicht ich sehe schon, du fixst ihn richtig. Ach ja. Okay, ich habe den Ton mal deutlich runtergestellt. So, wo bist du? Oh, da sind drei Leute, vier Leute. Oh, ich sehe schon. Da brauche ich oh, aber Oh, du Hilfe. Mit deinem Proto-Seekern, das sieht ganz geil aus. Du hast nicht Heilung dabei, oder? Nein, ne? Doch. Ja, dann heilen wir. Ja, habe ich. Guck mal, wie lange ich habe die irgendwie richtig scheiße platziert, aber... Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Und da bin ich. Komm schon, Mann. Ich werde dich rächen, Aaron. Ich werde dich rächen. Nein, ich werde Übernimm sterben. Dich nicht. Ich werde sterben. Übernimm dich nicht. Nein. Ich flüchte, Aaron. Ich flüchte. Ja, hau mal ab. Oh, nee. Ich halte nicht viel aus. Oh, nein. Bitte nicht locker und Missile Launcher. Haben die Gegner vier einen? Leute kann ich nicht... Ja, die haben da vorne einen. Ich muss hier aber auch weg gerade. Oh, verdammt, hey, ich hab den Typen nur abgeknallt. Wieso? Kann der auf einmal raggen? Ja, und ich seh dich im Namen. Ja, gut. Warte, da oben ist auch ein Sniper, oder? Ja, genau. Ne, ein Flugzeug ist da. Und wegsnipern. Bist du das, der da draufballert? Und weggeknallt. Ah. Okay, schade. Ich glaube, da habe ich dir deinen Kill geklaut. Sorry, Mann. Oh, hier ist aber noch einer. Oh Gott. Was hat der denn für Waffen? Der hat Och, nein, so ich glaube, der hat die Plasma. Laser Disintegrator. Ja. Die Dinger damit, da das ist so. Desto länger er damit auf einmal schießt, desto. Oh, sorry. Oh, weg. Da sind die Leute. Nicht dahin gehen. Was hast du für Ketten dran? Sind das diese Elephant oder Mammoth? Ja, genau. Die zweitbesten, glaube ich. Ja, Elephant sind das. Die draufhalten, Mammutteile. Oh, nee. Locker ein Missile Launcher, der wird aber direkt zerstört. Der hat einfach nur verdient zu sterben. Komm, kill ihn. Bam! Und Kill bekommen. Oh, die haben eine ganze Menge Sniper im gegnerischen Team. Ja. So wie immer. Ich bin aber auch ein Sniper. Ich bin einfach der beste Anti-Air überhaupt. Oh, und ich heil dich. Oh ja, das wäre gut. Nee, der steht direkt davor. Ja, gut, den habe ich. Nein! Oh. Los, verdammt, der Typ kommt mit seinen Lock-On-Missiles. Ja, immer. Oh, sie haben keinen Tower mehr. Ja, oh, er hat vergessen, drauf. Lock-On zu machen. Er hat ohne Lock-On geschossen. Kann man das überhaupt? Ich habe mit dem Ding noch nie gespielt. Keine Ahnung. Hab's auch nicht. Ja, aber ich spar gerade drauf. Ich habe schon, also, habe schon 40.000. Obwohl, wie viel habe ich? Ich glaube schon 43.000 oder so. Also, lange dauert das nicht mehr. Dann fick ich die alle mit meinem Lock-On-Missile-Launcher. Also wir werden jetzt wahrscheinlich viel zwischendurch immer wieder Sachen reden, die man nur versteht, wenn man das Spiel selbst gespielt hat. Also holt ihr das Spiel am besten Free-to-Play auf Steam. Ist voll das geile Spiel, macht wirklich Spaß, hat so einen Suchtfaktor. Also macht echt Spaß.
Ja, es wurde ja jetzt auch, der Pay-to-Win-Effekt davon verringert. Ja, mit dieser Pay-to-Win-Währung, die wurde ja rausgenommen. Ich helfe dir! Töten, töten, töten! Ja, Mann! Ja! So, jetzt ein bisschen draufhalten von hier aus, reicht schon. Ja, ich bin halt sehr auf Nahkampf. Ja. Mit meinen Protoseekern. Welche Reichweite haben denn deine Protoseeker? Ja, die haben zwar nicht so eine kleine Reichweite, aber halt dieses Lock-on kommt halt erst sehr aus dem Nahkampf. Deswegen fahre ich immer sehr nah dran. Machst du überhaupt wirklich viel Schaden bei solchen Towers? Nee, bei den Towern halt nicht, das ist das Schlimme. Ja. Bam! Oh ja, okay, jetzt brauche ich aber Hilfe. Sonst bin ich gleich tot. Oder warte, ich bin gerade wieder in Sicherheit, Ja, ich heile wieder. Jetzt kann ich wieder drauf feuern. Ja, nice. Jetzt drauf. Tesla ist leiser. Komm. Tesla ist dich weg. Ja, der ist down. Ja, den habe ich geholt. Ja, gut so. Nice, den hast du. Gut so. Nee, habe ich nicht. Nee? Nee. Oh nee, Lock-on Missile Launcher. Echt? Den hab ich aber, ja. Von komm, Seite. Wir sind noch hier drin. Jetzt können wir uns noch ein paar Crystals holen. Okay. Ja, ich mach fast gar keinen Damage auf den Tower. Das bringt mir gar nichts. Ich gehe jetzt lieber auf die Gegner. Kann ich? Komm ich da oben ran mit meinem Tesla Slicer? Obwohl, das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Oh. Nein, Adon! Ja, nee, nicht Tesla Slicer. Nicht Tesla Slicer. Mach ihn kaputt! Mach den Tesla Slicer kaputt! Ah ja, scheiße. Nein, er hat mich auch, okay. Shit, Alter. Shit. Dieser Universal-Panzer, den ich hier hab, der kann echt alles. Vielleicht kaufe ich ihn mir, ja. Ich weiß nicht, ich hab so viel, glaube ich, noch nicht aus, obwohl die Snappers waren nicht. Nice, oh, Mann. Gewonnen. Schon gewonnen, ja, Alter. Schön. GG, geile Runde, Mann. Schick. Ja, das teuerste daran sind wahrscheinlich diese ganzen Snipers und sowas. Ja, genau. Ja. Okay. Nice, erste Runde schon wieder gewonnen. Oh, eine Gold Chest. Oder Crate. Rare. Ich habe eine Silber Chest bekommen. Oh. Okay, sieht doch mal ganz geil aus. Aber ein bisschen Zeug, das man wieder verkaufen kann. Was hast du bekommen für ein Rare Item? So ein Wheel Pathfinder. Ich glaube, das sind hier zwei Wheel, also ein Tier 2 Rad. Aber ach so. So krass ist das jetzt nicht. Ich habe noch ein paar Flügel bekommen und ein paar Elektroschilde. Aber alles war zumindest ankommen, also das Grüne. Wo sollen wir lang gehen? Wollen wir hier links lang, wo ich bin? Oder? Können wir machen. Okay. Wir haben ein Flugzeug, wir haben Heli, wir haben hier vorne einen Airflag. Okay. Mein Gott, bin ich langsam. Oh, du bist auch nicht viel schneller als ich. Nur weil ich auf dich warte. Ach so, okay. Oh, da vorne sehe ich schon einen. Der sieht doch so aus, als wenn er gefickt werden will. Oh, guck mal, da sind noch mehr. Oh, der hat eine ganze Menge Schilde dran gebaut. Spotte mal alle. Da ist so ein Spider-Druide. Wir können mal drauf gehen. Alter, der hat so ein Schild angepackt. Ich snipe von hier aus. Oder bringt dir das überhaupt was? Kannst du von hier aus überhaupt schießen? Nein, deswegen ja. Na, wollen wir mal ein bisschen näher rankommen? Ja, drauf einfach. Komm. Habe ich down gemacht. Der will auch. Oh shit. Hä? Womit hat der auf mich geschossen, dass ich auf einmal zerploppt bin? Keine Ahnung. Okay. Hm. Egal. Ich hab dich gerecht, Aaron. Ich hab dich gerecht. Oh, ja, scheiße, ja. Da ist ein Sniper. Butter. Okay, ich muss mich immer eben verstecken. Wir müssen unbedingt verdammt, die Tower einnehmen. Nimm mal den Tower da ein. Ja, geht gar nicht. Muss das ist ja connected da zu dem Stab an zwei Stellen. Ja, ich weiß. Das habe ich auch schon gemerkt. Das halt Alter, was macht ihr hier? Was macht ihr? Kill ihn. Stirb. Ja, Mann, gekillt. Oh, du lebst noch. Und getötet. Verdammt. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben, bitte.
wirst auch nicht sterben, wenn ich da bin. Bist du hier? Ich bin in der Nähe. Und ich bin tot. Oh, sorry, Mann. Ne, da hat irgendwie mein Spruch nicht ganz so geklappt. Oh, hier sind Leute bei uns an der Base. Okay, Alter, könnte der Typ mal aufhören, auch die ganze Zeit auf mich zu feuern? Oh, da ist ein Sniper. Die Runde wird echt schwierig. Ja, ich sehe schon. Oh, gekillt. Ich hasse diese Map. Verdammt, wir haben noch nicht mal ein Schild, Mann. Einfach nur, weil auf dieser Map überall die ganze Zeit mindestens 5 Sniper rumstehen, die einen immer direkt kalt machen. Ja, die Map ist einfach viel zu offen. Da gab es, glaube ich, noch eine andere, die auch so ein bisschen so Canyon-mäßig ist, aber da sind deutlich mehr Verschachtelungen, oder? Da sind so deutlich mehr so Wege und sowas. Ich sterb einfach schon wieder, weil sie mich einfach direkt überall angreifen können. Das ist einfach... Ja. 3-2-3 und du hast 2-3-1. Ja. Und du kannst halt aus der Entfernung angreifen und... Okay, gekillt. Ich muss sie halt aus direkter Nähe angreifen. Nein, Mann, Alter. Der Typ hat mich gereckt, Alter. Komm, stirb, warte, ich komme. Nice, ja, Mann. Okay, da sind sowieso 8 Sniper, die ihn sowieso dran machen. Und da hinten sind nochmal 3 Sniper von den Gegnern. Ja, ich sehe schon. Oder 4. Oder 5, ich weiß. Alter. Habt ihr einfach mal. Ich werd schon wieder gesnipert. Ja, sniper die mal. Ich werde gesnipert, nicht ich sniper, aber ich kann auch snipern. Genau. Soll ich dem Sniper mal seine Sniper wegsnipern? Ja. Sniper dem Sniper die Sniper weg, bitte. Ja, und der Typ kann einfach durch sein Schild durchfeuern, wir aber nicht. So, jetzt warte ich gerade, dass das Schild wegkommt. Ja, ich bin einfach tot. Sobald ich mich irgendwie einen Gegner nähe, pass auf, da kommen jetzt welche. Zwei Leute. Ja, sehe ich gerade, aber der holt mich. Er schießt einfach viel zu schnell. Naja, vielleicht kann ich noch entkommen, aber es sieht nicht gut aus. Nee. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Nicht so geil. Echt nicht geil. Naja. Okay. Dann halt so. Ja, ich werde vor unserer Base einfach gefickt. Weil dann musst du in die Base, weil du da ranken kannst. Ja, ich war ja in der Base. Aber dann will ich mal mit meinen Teslas kommen. Okay, dann doch der Sniper. Huch, stecke ich fest? Nee, es geht. Alter, das ist hier einfach so ganz kackendreist hier in die Base mitten reinfahren. Unglaublich. Aber die Proto-Seeker, also meiner, ist richtig gut zum Base defenden, sag ich mal. Ja. Weil einfach, wenn die hier sind, wir ein Schild haben, können die eigentlich nichts gegen mich machen. Werd gereckt und treff einfach die ganze Zeit. Ja. Und wenn die zu weit von mir weg sind, kann ich durch das Schild durchfeuern, die aber nicht durch das Schild. Ja, ja. Das ist schon ziemlich nice. Ja, ich bin mal wieder gespottet worden. Ja, das ist immer dieses Ausrufezeichen, ne? Ja, genau. Ich komme. Guck mal, wie ich ihn down mache. Oh. Nice, Mann. Trotzdem hast du den Kill gemacht. Sorry. Ja, ist okay. Um uns hier vorne den... Alter, dieser scheiß Sniper, Mann. Und ich bin hinter einem Block, jetzt kriegt er mich nicht mehr. Okay. Doch, der fliegt, der kommt jetzt. Alter, hin. Er fliegt einfach. Okay, Regen. Dann hole ich mir den Sniper. Und okay, er setzt ein Schild. Ihm voll egal. Da vorne ist noch einer. Guck mal, wie ich ihm Schaden drücke. Oh, verdammt, Alter. Nein, er hat mich. Verdammt, Alter. Hau ab, Mann. Oh, ich seh dich. Du rollst gerade den Berg runter. Auf den Kopf. Nein, er hat ja die eine Kette abgehauen. Ja, was soll man denn dagegen machen? Ach, keine Ahnung. Einfach die... Weg, ne? Ja. Guck mal, die haben... Der Typ hat 4 der besten... Oder der zweitbesten Plasmas. Und 2 der zweitbesten Booster-Teile. Und... Ach, das ist alles, Alter. Ja, der hat einfach voll das krasse Zeug, aber eigentlich...
Das wird eigentlich so ausgeglichen, dass wir auch so einen krassen Typen haben müssen, oder? Eigentlich schon. Ja, und da ist er wieder. Weißt du, was mich nervt? Dieser Typ mit dieser kleinen Drohne. Alter, komm schon. Da kann man einfach nichts machen. Ja, kill ihn, kill ihn. Ja, guck mal, wie er mich... Guck mal, wie wenig Leben er mir hat. Leben er hat. Und mich mit mit... Was? Zwei Kanonen hat er mich down gemacht. Ich glaub's nicht. Was hat der da für Teile drauf? Was sind irgendwie die... Nee, die besten sind's nicht, aber... Alter, was sind das für Teile? Ja, okay. Die sind aber zu krass. Kann man nichts machen. Naja, eine Runde gewonnen, eine verloren. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Wahrscheinlich, wenn ich es zusammengeschnitten habe, etwas weniger. Obwohl wir jetzt eigentlich die ganze Runde eigentlich ganz interessant und spannend waren. Aber ja gut, ich würde sagen, das war's für heute. Aaron, willst du noch was sagen? Nö. 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 Okay. Rare. Tesla Ripper. Okay. Ja, Rare. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke mal, dir auch, Aaron, oder? Ja, natürlich. Immer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen. Schaut doch auf jeden Fall mal auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es alle Infos zu meinem Kanal. Und in der Videobeschreibung ist der Link zu Robocraft Free-to-Play-Spiel auf Steam oder in dem Launcher von Robocraft selbst. Wenn ihr Bock habt, unterstützt auch mal die Entwickler und kauft euch Premium, weil das ist echt ein cooles Spiel und die leisten echt gute Arbeit beim Entwickeln. Kam jetzt letztens vor ein paar Wochen, glaube ich, dieses große Update mit den Truhen und alles. Also, ist ein echt geiles Spiel, macht wirklich Spaß. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ich würde sagen, bei 4 Likes mache ich sowas nochmal und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein!